Steve Mason, Steve Mason Experience. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix. Over an hour of the toughest techno, now on the first of a new CD series, In the Mix. The Transatlantic Move album. More than just a party, this is an experience. In the mix, in the mix. Mein Bruder, Mami und Papi, unser neues Auto, das bin ich. Wiedersehen, Haus. Ein Engel. Ein Pferd. Ein Vogel. Lecker. Ich kann ganz weit sehen. Ich bin nicht müde. Fahren wir morgen? Endlich, Rave Mission 5 ist da. Jetzt überall erhältlich, auch als CD-ROM. Freunde der Hausmusik, jetzt gibt's das Kultalbum zur Kultsendung Treibhaus. Ein Dutzend House-Tracks, zusammengestellt von den 1Live-DJs Steffen Irlinger und Ingo Sänger. Im Treibhaus findet ihr die Bucketheads, Stickman, Mike Dunn, Ian Pooley und viele andere. Der Treibhaus-Sampler auf Megamouth Records, ab sofort im Handel. Ich bin ein Mädchen, fein und jung und bin Gottlob noch frei. Das Herz ist jung, drum hat so wilden Schall. Ruf an, 090 51 55 29. The Day of the Dragon. Am 8. Dezember im Stahlwerk Düsseldorf. The Day of the Dragon, mit dabei Steve Mason, Pascal Fierce, Heart Sequencer, Hooligan, Dessau, Matt Gallick, Paul Cooper, Bassface, Sascha. Nur 25 D-Mark über CTS Vorverkauf. Der Weltraum. Unendlich viel Energie. Jetzt im handlichen CD-Format. Energy Ray 4. Hol sie dir. Die Viva Infoline. Was passiert in den Genresendungen? Wann läuft ein Beitrag? Tourdaten zu Viva-Präsentationen. Ruft an. Videowünsche für Interaktiv oder unser Sendeschema? Kein Problem. Hallo, hallo. Ihr habt Anregungen, Vorschläge? Ran ans Telefon. Ruft an. Wir hören zu. 1-3-7-3-5-3-7-3-1. Ja, da sind wir wieder mit Steffen und Ingo Sänger von 1Live Treibhaus. Jungs, wir haben es ja hier vorne ein bisschen bequem gemacht, nur mal so zur Erklärung, falls ihr euch fragt, wo wir hier eigentlich sind, weil bei euch im Studio ist es ein bisschen eng und mich interessiert jetzt erstmal vorab, wie lange macht ihr das eigentlich schon jetzt mit der Sendung? Also wir machen das genau ab dem 1. April, seit WDR 1 1 Live heißt, haben wir direkt angefangen, Samstagnacht unsere Sendung zu machen. Und habt ihr vorher schon Radio gemacht, in irgendeiner Form? Ja, also ich habe vorher bei Riff auf WDR 1, das war so ein Jugendmagazin, das kam nur nachmittags um 3, da habe ich Musikauswahl gemacht. Also noch nicht gesprochen praktisch. Nicht also ich schon mal. Nicht. Ich schon mal. Sprechen konnte ich damals auch schon. Aber also, als ich dann sprechen gelernt habe, habe ich damals im offenen Kanal in Dortmund meine Radiosendung gemacht. Mhm. Das war so ein ziemlich absurdes Ding, zusammen mit dem Oliver von Felbert, den wir vielleicht auch einige kennen. Ja, den kennen wir. Und noch ein Freund aus Dortmund, Carsten heißt der, haben wir für so eine versuchte wirre Crossover-Sendung zu machen. Also wir haben viel Hip-Hop gespielt, ein bisschen House, damals so die ersten Rebel MC Jungle-Sachen und sowas und sogar noch Rock. Also, ich habe da immer die Stone Roses Ding mitgebracht. Genau, Steffen war immer mal dabei und hat dann Fool's Gold. Genau. Auf dem Tisch getanzt, so wie er es heute auch so macht. Halt. Ihr tanzt also auf dem Tisch und habt da Spaß. Ja, das kann man ja dann bestimmt gleich sehen. Hast du die auch sprechen können für Treibhaus? Also viel gesprochen wird doch nicht, oder? Es geht auch erstmal um die Musik, also das ist anders als etwas zweitrangig. Und für die Moderation haben wir uns halt irgendwann überlegt, weiß nicht, wie kriegen wir das, was wir da machen, am besten rüber. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, das so zu machen. Und falls irgendwelche Leute irritiert sind oder so meinen, irgendwie, wir sind zu dämlich, um irgendwie korrekt zu moderieren, dann kann ich halt nur sagen, naja, also dieser Wahnsinn hat ja echt Methode. Wir haben uns das ausgedacht, dass wir uns halt frei
dass wir frei moderieren, dass wir uns ins Wort fallen und also so ein Dreck, das war halt Teil der Idee einfach. Und es ist halt wirklich spontan, also wir überlegen uns nichts vorher, also es ist sogar so, dass wir uns teilweise vorher mit den Platten kaum viele Gedanken machen, packen paar Platten zusammen, gehen hier hin, sprechen uns ein bisschen ab und dann legen wir halt los und irgendwann quatschen wir halt, wenn uns gerade das in den Sinn kommt und es soll halt um die Musik gehen, deswegen das Mixing ist halt wichtiger als die Moderation, sagen wir so. Wo ist denn im musikalischen Bereich, wo sind denn da die Grenzen gesteckt? Die Sendung heißt Treibhaus, handelt es sich dabei auch mehr um eine Haussendung oder ist es schon irgendwie eine allumfassende Sendung? Nee, wir haben das schon bewusst offen gehalten. Also Treibhaus war auch jetzt nicht unsere Idee, das kam von 1Live. Aber ich finde das ganz gelungen. Es gibt ja nämlich schon einen Club, der heißt auch Treibhaus. Ja, der schreibt sich ja mit OU und unsere heißt die deutsche Schreibweise. Und wir haben uns halt einfach bewusst überlegt, das Treibhaus finde ich ganz okay, weil das halt auch impliziert, dass da möglichst viele verschiedene Dinge passieren sollen. Also wir haben da jetzt irgendwie überhaupt keinen Vertrag mit, dass wir jetzt sagen, wir spielen jetzt nur noch Haus oder dieses oder jenes. Wir wollen einfach offen bleiben für das, was gerade aktuell und für uns okay ist. Und das wird sich bestimmt auch im halben Jahr mal wieder ändern oder so. Oder ne, das, was ja selber irgendwie jetzt, was halt gerade so neu dazu kommt. Wir wollen dafür halt offen sein, das auch zu integrieren. Also wir haben halt schon mal als Beispiel oder als krasses Beispiel haben wir eine Reggae-Single halt reingemixt und halt Jungle-Platten spielen wir natürlich auch klar. Alright, und wir wollen uns das Ganze mal jetzt ein bisschen anschauen. Wir haben sie nämlich schon vorher beobachtet und wir sehen uns gleich wieder. Ja, 1Live Treibhaus, guten Abend. Wie ist dein Name nochmal? Mein Name ist Steffen Ehrlinger und du bist nochmal? Ingo Sänger ist mein Name, glaube ich. Ich habe es fast vergessen, aber ihr Treibhaus mit uns wie immer. So ist es. We'll be right back.
Bene, kennst du die Nummer? Die da? Nee, kenn ich leider nicht. Aber ich hab's ja gerade gelesen, was das ist. Glenn eine neue Casual. Glenn Underground. Kann die was? Bestimmt. Super neue Casual. Kennst du die, gerade läuft? Wir machen eine kleine doofe Spielchen. Ist das heitere Berufe raten? Im Mathe fragen wir jetzt nicht. Das wäre echt ein bisschen zu dämlich und ein bisschen zu doof. Mathe sah nicht so aus, als würde da gefragt werden. Ja, sag doch mal, was wir halt gerade haben, Ingo. Ja, wir haben die neue Green Velvet, die Flash-Remix. Das ist allerdings überhaupt nicht Flash. Das Stück nennt sich I'm Losing My Mind. Das finde ich noch besser als das Originalstück. Ist übrigens eine Doppelmax. Da sind noch Remixe drauf von Boo Williams, Paul Johnson und dem ganzen Chicago-Clan. Davor hatten wir natürlich Kenny Dope, Little Louie Vega, The Bounce. Fette Stück auf Mastered Work. Aber das hatten wir ja schon einige Male, das müsstet ihr ja eigentlich kennen. Das magst du auch, Sabine, ne? Ja, die können bestimmt mitsingen dann, die Leute, oder? Die? So vor den Radios. Mitsingen, mittanzen, wie auch immer. Ja, Sabine möchte tanzen, kann sie gerne das machen. Das habe ich nicht gesagt. Heute geht das nicht, also wir können heute uns nicht so benehmen wie sonst. Wir sind im Fernsehen, das eben. Ist verboten. Ach, ihr könnt schon machen, was ihr wollt. Da haben wir nichts gegen, oder, Martel? Martel möchte gar nichts sagen, möchte auch nicht reden und tanzen schon gar nicht. Dann würde ich sagen, machen wir das Mikro einfach wieder zu. Wie habt ihr das eigentlich geschafft, hier diesen Sendeplatz zu bekommen? Das würde mich echt mal interessieren, weil ich selber habe es auch mal versucht. Das ist etwas schon länger her. Und wie habt ihr das geschafft? Ich meine jetzt diese Sendung und ich meine, denke mal, da haben sich bestimmt 100.000 Leute beworben und haben gesagt, ich möchte auch gerne eine Haus. Meinst du, es liegt daran? Nee, mal im Ernst. Ja, also grundsätzlich ist es halt so, Grundvoraussetzungen bringen wir mit, dass wir DJs sind, dass wir uns bei der Musik auskennen. Das ist halt natürlich logischerweise eine Grundvoraussetzung. Und ja, es war halt so, dass wir ein Konzept geschrieben haben. Habt ihr das denn da hingeschickt oder habt ihr einfach nur, das muss man ja rechtlich auch irgendwie klären in dem Fall, oder? Ja, das war so, ich meine, dadurch, es hat nicht geschadet, dass ich vorher auch schon beim WDR gearbeitet habe und ich habe dann halt natürlich frühzeitig den Braten gerochen. Ist schon klar, dass sie Umbruch waren hier. Ja, genau, und ich habe halt mitbekommen, was hier so läuft und ich kannte einen der Redakteure, der neuen 1Live-Redakteure und habe dem halt davon erzählt, von den Dingen, wie wir uns das vorstellen und so weiter und so fort. Daraufhin hat er das dann weitergegeben an die Leitung und wir haben dann irgendwann halt dieses Konzept geschrieben und danach dann mal ein Tape gemacht, so als Probe, um irgendwie einfach mal so ein bisschen klar zu machen, was wir eigentlich machen wollen. Und darauf war das auch klar, also dann ging das auch relativ flott. Könnt ihr denn jetzt machen, was ihr wollt in der Sendung oder gibt es da irgendjemanden, der euch immer in die Schranken weist oder ihr könnt einfach jetzt die Sendung machen und wird die irgendwo abgenommen von irgendjemandem? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt gar nicht. Es ist halt so, dass wir die Platten auswählen, dass wir die Platten so spielen, wie wir lustig sind, wie wir wollen. Und ja, da gibt es halt keinen, der uns sagen kann, so, das Stück, was ihr in der Sendung gespielt habt oder der und der DJ, das passt uns nicht. Also, es ist halt könnt praktisch machen, was ihr wollt, weil sowieso keine Ahnung hat. Das ist halt super krass ausgedrückt. Sagen wir so, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, jetzt mal blöd ausgedrückt. Also wir wollen das jetzt nicht über das abgefallen. Wenn wir jetzt irgendwie dauernd rumspinnen würden und den ganzen Tag nur irgendwie Techno-Metal oder ich weiß nicht was spielen würden oder irgendwelchen anderen abgedrehten Scheiß, dann gäbe es natürlich irgendwie Leute, die kommen und sagen würden, ne, pass mal auf, so geht das nicht. Und, doch! Aber das liegt ja auch in eurem Interesse. Ja, nee, wäre ja auch unklug. Und wir sind ja auch irgendwie lang und breit durch die DJ-Schule gegangen und wir haben natürlich auch so ein bisschen eine gewisse Verantwortung gegenüber den Leuten. Wir wissen auch einigermaßen, wie wir das so hinkriegen, dass es auch für viele Leute okay klingt. Und also das muss schon sein. Ja, also weißt du, es gibt jetzt niemand, der sagt irgendwie, dieses Stück dürfte nicht spielen und jenes nicht. Also, aber der Gesamteindruck muss halt okay sein. Und solange gemäßigt. Nee, gar nicht gemäßigt. Also, wie ermittelt ihr denn den Gesamteindruck? Vom Gefühl. Also es ist wirklich halt, wir versuchen schon natürlich ein breites Feld abzudecken mit der Musik. Wir kommen aus einer gewissen Richtung, das ist auch klar. Das heißt, wir haben eine gewisse Grundeinstellung, gewissen Stücken gegenüber. Manche mögen wir nicht, manche mögen wir halt gerne. Und das stellen wir uns halt so zusammen. Also da kann halt wirklich ein Jungle-Stück dabei sein, das kann eine Dub-Reggae-Platte sein, das kann, weiß nicht, grundsätzlich halt ist es Hausmusik. Und da halt auch ganz von der Tagesform abhängig, dass wir mal härtere Sachen spielen, dass wir halt mal ein bisschen soft spielen. Mhm. Und genauso wählen da halt auch unsere Gast-DJs aus. Was spielt ihr nicht? Ja, Gabba. Gabba spielen wir nicht und Euro spielen wir auch nicht. Und Hardtrance? Auch nicht so richtig. Auch nicht wirklich. Also sagen wir so, wir spielen im Endeffekt das, was wir im weitesten Sinne mögen. Das muss auch sein, weil sonst wird kein Profil entstehen und sonst wird es auch keinen Spaß machen. Da hast du recht. Ja. Bis gleich. Okay. Sehe euch.
gun has a packet on the horse. He's a dogger with a bucket just to take it in a thicket. Silly Sally is a tally with the crackers in the alley. She's a smacker and a whacker with dally with a slacker. Sally keeping in a locker little packets with a docker. Jolly Roger looking pretty, just a sucker for a shocker. Jolly Roger in a pickup has a packet on the horse. He's a docker with a bucket, just a ticket in a thicket. Und Mental Theo Charlottenburg, das Album. Out now. Hallo, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre begann sie, die neue deutsche Welle. Deutsche Texte, die einfach Spaß machten. Jawohl, fuhr Taxi und Foyer Saat glänzte mit Wissenswertem über Erlangen. Ideal fand, dass deine blauen Augen mich total sentimental machten. Was waren denn eure Lieblingshits? Sing doch mal. Hey, 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 ich bin goldene Wahl. Zum Tanzen sollte die Musik sein und zum Amüsieren. Von minimal bis monumental war alles erlaubt. Markus hatte seinen Spaß bei Extra Breit, so rannte Hurra die Schule und Fräulein Menke wanderte in die hohen Berge. Geschichte wird gemacht, es geht mit dieser einmaligen Zusammenstellung von 60 neue Deutsche Welle-Hits sind Sie dabei. Nur Originalaufnahmen, nur Originalstars, nie im Handel, nur von Sounds Direct. Jetzt einfach telefonisch bestellen. Rufen Sie die Nummer Ihres Landes an. Endlich. Rave Mission 5 ist da. Jetzt überall erhältlich, auch als CD-ROM.
Neu, Transnation 6. Wieder die besten Tracks von den besten Labels. Alle Tracks, die ihr braucht. Transnation 6, jetzt draußen. Der Weltraum. Unendlich viel Energie. Jetzt im handlichen CD-Format. Energy Ray 4. Hol sie dir. Hallo! Hallo! Ausgelassene Stimmung. Brisante Interviews. Talk Unplugged mit Stars und Stars. Das reichhaltige Menü Nonsense. Serviert von Stefan Raab. Bis dann. Vivasion. Heute 20 Uhr bei Viva. Jungs, eure Sendezeit ist Samstag, Nacht von 0 bis 2, glaube ich. Und das ist ja eigentlich eine tolle Nachtzeit, aber doch für jemanden, der House oder Techno hört, eine ungewöhnliche Zeit, weil er befindet sich dann schon im Club oder zumindest auf dem Weg zum Club oder vor dem Club. Wie sind denn da jetzt so die Reaktion, nicht die Redaktion? Ja, also ich meine, einmal muss ich sagen, wir haben das schon so eingeplant, also ich sage, zu machen, wenn die Leute in die Läden gehen. Weil zu der Zeit, als wir irgendwie festgelegt haben, dass wir das machen, waren die anderen relevanten Plätze schon vergeben. Mhm. Ansonsten so, ich kriege das halt öfter mit von Leuten, die halt erzählen, wie sie irgendwo ankommen und die Leute hören das im Radio und so. Und das wird halt auch angenommen. Aber dass das nicht der geilste Sendeplatz aller Zeiten ist, ist klar. Und ich denke mir, da wird sich auch noch was ändern irgendwann. Also da wird schon drüber nachgedacht. Aber es gibt eine Wiederholung jetzt, oder? Mittwochs. Klar, die zweite Stunde wird immer mittwochs wiederholt. Genau. Ist ja super. Immer die zweite Stunde, das ist halt das Wichtige. Die Mixstunde ist das, ne? Entweder ein Gast-DJ oder wir halt Platten auflegen und wenig reden. Also jetzt wird in der ersten Stunde praktisch viel gesprochen. Und wir müssen kurz erklären, was passiert. Ja. Mehr gesprochen. In Anführungsstriche, wie viel Moderation habt ihr so im Schnitt? Sagen wir so viermal oder fünfmal in der ersten Stunde, wo wir halt kurz Platten vorstellen. Mhm. Manchmal, wer uns hört, weiß, dass wir ein bisschen manchmal auch nur Quatsch reden und manchmal auch Titel vergessen und so. Das ist nicht direkt Konzept, aber passiert halt dann schon mal. Ne? Weil wir halt wirklich stehen und Platten auflegen. Mhm. Aber ihr müsst nicht jede Platte ansagen. Nee, machen wir auch nicht. Also wir machen das halt wirklich so, wie wir Lust dazu haben. Und es soll schon so sein, dass die Leute halt mitkriegen, welche Platten gespielt werden. Und damit sie sich auch... Seit Anfang des Monats haben wir jetzt halt so eine regelmäßige Playlist eingerichtet, wo die bei Montags dann immer an bestimmte Läden rausfaxen, so an Delirium und so die relevanten Hausläden, Techno-Läden, die wir so kennen. Und die Hotline, die hat das dann auch. Also man kann das dann auch immer fragen. Weil bisher hatten wir auch immer Anfragen, ja, was ist denn Samstag zwischen 0.35 Uhr und 0.55 Uhr gelaufen. Ne? Und jetzt haben wir halt das so eingerichtet, dass wir da ja diese Playlist immer raushauen. Und Gast-DJs, wie wählt ihr die aus? Beziehungsweise, die werden ja nicht bezahlt, denke ich mal. Wir haben halt zweigleisig. Auf der einen Seite versuchen wir Leute zu kriegen, von denen wir wissen, dass sie gut sind, und die noch keiner so richtig kennt. Das ist die eine Standbahn. Das andere ist natürlich auch halt bekannte Nasen, so wie jetzt Frankie Knuckles hatten wir hier, Joshua Wynn, Juan Atkins und so. Aber wir versuchen das schon so ein bisschen zu verschränken, also nicht, dass eben dann einen Monat lang nur dann ganz dicke Nasen kommt, sondern schon so ein bisschen irgendwie gucken, dass wir auch Leute featuren können, von denen wir aber wissen, dass sie gut sind. Also es kommt keiner in die Sendung, wo wir irgendwie überhaupt nicht wissen, was der macht. So. Und so von der Organisation her ist es halt auch zweigeteilt. Einmal haben wir Bekannte, beziehungsweise halt Bekannte, die ausländische DJs halt beschaffen können. Und auf der anderen Seite, unser Redakteur sorgt auch dafür, dass ein paar DJs bei uns in die Sendung kommen. Das besprechen wir halt. Da ist halt eben so schon eine Besprechung natürlich da, also zwischen Redaktion und uns, was Musik angeht, was Gast-DJs angeht, etc. Ja, organisatorisch eben, genau. Und da wählen wir halt das so aus. Aber es kann halt immer noch spontan passieren. Also es kann halt wirklich sein, dass wir hier mittwochs hinkommen und dann einen Gast-DJ mitbringen. Mhm. Aber die Organisation läuft ja eigentlich so ganz gut. Ihr habt jetzt auch schon eine CD draußen dazu, ne? Ja, klar. Erzähl mal kurz was zu der CD. Was ist da so drauf? Ja, das ist ein paar Lieblingsstücke, ne? Ja. So, also, von uns. Wir haben ungefähr versucht, das einzufangen, was wir halt in der Sendung auch machen. Wir haben halt von Vocal House, Terrence Parker bis Jugs Up, haben wir zwei Stücke. Und ein paar deutsche Sachen, so Force Inc. und Ladomar drauf. Und wir haben versucht, das so ein bisschen einzufangen, was wir in der Sendung machen. Was schade ist, dass wir halt keine Mix-CD machen konnten, weil die Firma das nicht wollte. Warum nicht?
Es sollte erst eine Doppel-CD geben, aus irgendeinem Grund gab es dann nur noch eine. Zu teuer und keine Ahnung. Und, also, es gab halt irgendwelche Gründe, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, aber dadurch, das ist auch egal, aber die Stücke, die drauf sind, das sind natürlich die Sachen, die wir auch wirklich drauf haben wollten. Mhm. Und wir sind ja am Freitag auch noch die Eröffnungs- und die Release-Party und das läuft auch ganz gut. Ja, also abchecken im Laden. Drei Post-CD, ne? Sendung anhören, unsere Sendung anschauen, wie immer und bis gleich.
Ja, man hat uns gesagt, wir sollen Platten vorstellen und das tun wir hiermit. Das ist eine neue auf Intangible und die hat mir der Terence Parker geschickt. Der Terence Parker aus Detroit, der war auch bei uns schon in der Sendung und die Nummer heißt When Will We Be Free ist von Andre Johnson Projekt, was natürlich ja, im Grunde genommen nur ein anderer Name für Terence Parker ist und ich denke, wir hören da mal so ein paar Sekunden rein. Kill das Ding mal. Ne? Kennst ja, weißt du, wie das geht? Lass dir irgendwas einfallen. So. Jetzt müssen wir den Regler hier ein bisschen rüberziehen. So, jetzt hören wir einen John Aquaviva Mix, der ebenso nett ist wie der Terence Parker. Der war noch nicht bei uns in der Sendung, aber den hat man schon so das ein oder andere Mal in der Gegend auflegen hören. Und zwar nennt sich der Interpret Freak. Und ist auf High-Test-Recordings. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es super langsam und super tricky und super fett ist. Perfekt getroffen, das Ding. Das ist eine neue auf Cheap, die Cheap Nummer 15 von Gerhard. Ingo, du kannst das auch so gut. Ich kann das fantastisch aussprechen. Podnutznik oder so. oder so ähnlich. Auf jeden Fall eine geile Nummer aus Österreich. Das ist ein Kollege von Patrick Kohlsinger. Dürfte der jetzt auch demnächst in Läden stehen. Das ist ein White Label momentan noch, aber ich denke mir, nächste Woche oder so ist das Ding bestimmt in Läden. Und während der Sänger hier gerade wieder umständlich, wie immer, versucht, eine neue Platte anzumachen, rede ich noch ein bisschen Schwachsinn, wie wir das auch immer so tun bei uns, bei 1 Live Treibhaus. Und ansonsten warte ich darauf, dass der Säger endlich mal die Platte in den Griff kriegt. Sieht so aus, als hätte er alles im Griff. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal ab auf die andere Seite. Nachdem Meister Steffen Ehrlinger hier die ganze Zeit über die Platte gequasselt hat und wir die gar nicht gehört haben, macht er die hoffentlich jetzt mal aus, ne? Meinst du? Ja, ich schätze schon. So. Wollen wir das schon mal reinmachen? Ja, aber mal rein. Das fällt mich gar nicht auf, weil es so ein fantastischer Rückwärtsloop ist. Und zwar sind das die Ballistic Brothers aus England. Die haben auf der A-Seite, was wir jetzt nicht hören, einen fantastischen Studio One-Track. Hört sich zumindest so an. Und das ist hier der Luke Slater-Mix von Come On. Und der ist auch fett, wie gesagt. Das waren die fantastischen Plattentipps
Mein Name ist Ingo Sänger. Das, was ihr sonst im Radio hört, seht ihr jetzt im Fernsehen leider. Hätten wir euch gerne erspart, aber ging leider nicht anders. Wenn das Kamera gucken, ihr wisst jetzt eigentlich auch, warum wir im Radio sind, weil wir nämlich so schäbig aussehen und weil wir nie gelernt haben, in die Kamera zu gucken. Aber egal, wir hören uns gleich nochmal und bis dahin sind wir erstmal weg. Bis gleich und im Radio, klar, wo sonst? Am 16. bis zum 18. November findet im Kölner Kunstwerk im Rahmen der Art Cologne eine außergewöhnliche Veranstaltung statt. Unter dem Motto Joint treffen an diesen drei Tagen zahlreiche Künstler aus der Techno- und Ambient-Szene auf Vertreter zeitgenössischer bildender Kunst. Dabei sind unter anderem Maus on Mars, Patrick Pulsinger und Triple R. Diese lustigen jungen Leute haben sich beschwert, dass wir ihre Party nicht angekündigt haben. Das lässt sich ändern. Airbase 116 ist eine total abgehobene Flughafenparty, die am Freitag, den 17. November, auf dem Gelände der Peden Barracks in Wertheim in der Nähe von Würzburg stattfindet. Der Hangar bietet Raum für 2000 Tanzmütige, außerdem sind natürlich ein Housefloor und eine Chill-Out-Zone eingerichtet. DJs gibt's auch und die heißen Pascal Feos, Plank und Pergon. Am Samstag, den 18. November, hat die Alte Gießerei in Heilbronn einmal mehr eine hochkarätige und sympathische Hausparty zusammengestellt. Unter dem beliebten Motto Heilbronn is in the house wird diesmal Glenn Underground aus Chicago erwartet. Dazu spielen alle Residents sowie C. Willy aus Stuttgart. Rewindy City ist das Motto für alle Jungleheads am Freitag, den 24. November in und um Köln. Wieder einmal ist das Kunstwerk an der Deutz-Mühlheimer Straße Schauplatz dieser Drum-and-Bass-Orgie, für deren musikalische Gestaltung die DJs Bleed, Explorer, Original AKI und Dagmar der Mörderin zuständig sein werden.
Am Samstag, den 25. November, hat die Planet E-Crew in Basel mal wieder eine fette Party an den Start gebracht. Im sogenannten Dreispitz-Leimgrube-Areal erwarten euch zwei großzügige Dancefloors mit House-DJs wie ZKI, Sabine Christ und Tremendo, sowie der etwas härteren Fraktion um Gary D und Abraxas. Live spielen unter anderem die Party Animals vom Technohead-Label Mokum. Der Weltraum. Unendlich viel Energie. Jetzt im handlichen CD-Format. Energy Ray 4. Hol sie dir. Ich bin ein Mädchen, fein und jung. Und bin Gottlob noch frei. Das Herz ist jung, drum hat so wilden Schall. Ruf an. 190 51 55 29. Ja, jetzt machen wir mal eine Mod. Jetzt machen wir mal eine Mod, wie das bei uns immer so ist. Spontan dazu entschlossen. Diesmal zu viert. Diesmal. Sabine und Marte sitzen hier. Sabine. Gelangweilt. Ja, nein, ich bin nicht gelangweilt. Ich bin nur nicht gelangweilt. Ich bin nicht gelangweilt, ich bin nur nicht gelangweilt. Okay? Auch recht. Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde hier schon rumgerockt und Blödsinn gelabert. Vielleicht sollten wir mal sagen, dass in der zweiten Stunde heute James Christian live ausgestrahlt wird. Nicht wie letztes Mal versprochen, die Stickman. Was hast du? Wer ist das? James Christian ist ein sehr guter DJ aus New York und hat auf diversen Labels veröffentlicht, weiß nicht, Strictly und so weiter. Aha. Und war irgendwann mal, was nicht unbedingt eine Empfehlung ist, Resident im Limelight. Genau, der hat er den Donnerstag gemacht. Aber der produziert auch sehr gute Platten, also... Hab auch irgendwo einen dabei. Hat auch die eine oder andere schlechte produziert, ist aber ein guter DJ, den hörte gleich eine Stunde von unserer Party. Was macht er denn für einen Sound so ungefähr? New York, Progressive, New York, Hard, keine Ahnung. Hört es euch an, ich meine, Musik muss ihr selber sprechen, da kann man nicht viel zu sagen. Das war super schön. Das war toll. Da haben wir jetzt einen gemeinsamen Nenner gefunden. Jetzt können wir hier wieder Musik hören, dann endlich. Ja, dann sollten wir das auch tun. Hört es euch an und wir spielen es euch vor. HausTV für diese Woche. Jungs, ich bedanke mich bei euch. War ja mal ganz nett, mal zu sehen, was so im Radio abgeht. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Bis dann.